Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Leute, erstmal sorry, dass das heute ziemlich spät kam, aber ich habe erstmal bis um 4 durchgepennt und ja, ich habe immer noch Grippe. Und bevor das eigentliche Thema losgeht, denkt daran, ein Abo ist kostenlos und es würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall, worum geht es in dem Video? Wie ich schon mal irgendwo mal erwähnt hatte, interessiere ich mich ja nicht nur für das Spiel an sich, World War II, sondern auch für die ganze Geschichte und all sowas. Guck oft Dokus. Und seit gestern geht mein Netflix endlich mal wieder und normale Menschen gucken eine Serie oder irgendeinen Film. Ich habe mir eine Doku reingezogen, 3 Stück an der Zahl über den Zweiten Weltkrieg. Und da ist einmal kurz das Thema aufgekommen, worum es in diesem Video geht, was ich ziemlich grausam und heftig finde. Das wusste ich vorher gar nicht. Die Rede ist hier von Panzerabwehrhunden. Meine Quelle hier gerade, wo ich das alles so her habe, ist Wikipedia. Und ja, ein Panzerhund, ist auch bekannt als Minenhund oder eine Hundemine, war mit Sprengstoff beladener Hund, der dazu ausgebildet wurde, unter feindliche Panzer zu laufen. Ich finde das richtig krank, Alter. Also oben auf dem Hund drauf war eine umgeschnallte Sprengvorrichtung mit einem Knickzünder, der die Ladung zur Detonation brachte. Diese Panzerabwehrhunde wurden von der Roten Armee, also von Sowjetunion, während des Zweiten Weltkriegs ausgebildet, um halt die Nazi-Panzer kaputt zu machen. Die wurden so weit trainiert, dass die Leute halt Futter unter die Panzer gelegt haben und die Hunde dann halt einen Panzer, also das unter dem Panzer, mit Essen assoziiert haben. Und bloß das Blöde an der ganzen Sache ist, diese Sowjetpanzer, wo sie es geübt haben, haben halt anders gerochen als die Nazi-Panzer. Und dann ist es echt nicht selten passiert, dass die Panzerabwehrhunde wieder halt zurückgerannt sind zu den sowjetischen Panzern und diese dann kaputt gemacht haben. Deswegen wurde das ziemlich krasse und grausame Unterfangen auch sehr schnell eingestellt, was ich sehr gut finde. Ich meine, wer kommt denn auf so eine kranke Scheiße? Denn sollen sie Panzerfäuste benutzen oder so? Oder keine Ahnung, aber keine Tiere. Ich bin ja übelst der tierliebe Mensch und deswegen finde ich dieses Thema auch gerade so krass und schockierend. Das wusste ich echt noch nicht. Das war so ein Detail, was ich nicht wusste. Und ja, das wollte ich euch mal erzählen. Falls euch sowas an Videos gefällt, könnt das mir gerne sagen, kann ich gerne mal öfter machen, oder wenn ich mehr zocken soll, dann sagt das. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Ideen mehr habe, aber ich wäre mal ein bisschen gerne abonnentenverbundener und mich würde sehr interessieren, was ihr so feiert, über irgendwelche x-beliebigen Themen reden, wo man jeden Tag nicht weiß, was überhaupt kommt, oder mehr zocken halt oder sowas, weil ja, könnt ihr mir ja gerne mal mitteilen, würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon, mehr gibt es darüber eigentlich nicht zu sagen. Und ja, dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss. Der Rotz auch schon vorbei. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, dann lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da. Ein Abo wäre auch ganz nett. Auch kleine YouTuber kann man unterstützen. Auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in den nächsten Videos. Tschüss.